Ich habe viele Shows hier im Deutschen Theater gesehen, sehr viele Premieren, alles Mögliche. Und immer wieder komme ich gerne her, aber ich muss sagen, heute Abend habe ich was, toll ist nicht das Wort, ich sage two thumbs up, eine besten Inszenierungen, eine besten Ensembles, die ich je auf einer deutschen Bühne gesehen habe. Ich sage es ganz ehrlich, it was fantastic, pure fun, 110%. Don't miss the show, see it. Es ist das Beste. The Band. Of course, take that. Für die, die nicht wissen, was Pop und so. Huh? Geile Show. Unbedingt anschauen. Super. Wie war's? Wie war die Premiere? Ah, es war fantastisch. Das Münchner Publikum ist eine Wucht. Es war wunderbar. Und ja, ich freue mich wahnsinnig auf die Spielzeit in München. Kommt alle zu uns ins Deutsche Theater. Halt. Wer ist da noch? Alle. Lass die Gäste laufen. Okay. Alle von oben. Reicht rein. And the last. Also die Premiere heute war fantastisch. Die Stimmung hier in Bayern, hier in München ist unglaublich. Wir haben ja schon in Berlin gespielt, da war die Stimmung auch gut. Aber hier, die Bayern wissen wirklich, wie man Spaß haben kann. Wie war es in Berlin? Erzähl mal. In Berlin war es richtig toll. Wir haben ja über ein halbes Jahr in Berlin gespielt. Und ich dachte ja, okay, wenn man jeden Tag die gleiche Show spielt, irgendwann wird es langweilig. Aber für mich wurde es nie langweilig, weil es ist jedes Mal, wenn man auf die Bühne kommt, was Neues. Man versucht immer, was Neues zu feilen, irgendwas was Besseres herauszukitzeln. Und das Publikum war auch sehr dankbar. Das Musical ist was sehr Besonderes, denn Musik ist was ganz Besonderes, wenn man mit einer ganz anderen Erwartungshaltung reingeht. Man denkt, okay, take that, Musik, bisschen tanzen, bisschen Show und sowas, aber da steckt so viel mehr dahinter. Es geht um 5 Mädchen, die wirklich ihre Kindheit quasi mit Take That verbracht haben, dann auseinandergerissen werden, nach 25 Jahren wieder zusammenkommen und all diese Jugendträume, die sie damals haben, werden dann aufgearbeitet. Also es ist wirklich was zum Lachen, zum Weinen, zum Feiern und auch zum nachdenklich sein. Ich kann wirklich nur eines dazu sagen. Es war für jeden empfehlenswert, der das sehen will. Es war einzigartig. Die Aufführung war wirklich phänomenal. Es hat alles gestimmt. Das Thema war gut, okay, da kann man jetzt drüber reden, was jetzt, ob das toll war. Aber die Darsteller, besser kann man es nicht machen. Es ist schön, dass man ein neues Musical hat. Ja, es war ganz was anderes jetzt einmal. Wir haben eigentlich ganz anders damit gerechnet, wie das Ganze aufgeführt wird. Aber diese Melodien auch von Take That, und es war einzigartig. Also ich habe es richtig genossen. Die Zeit ist noch nie so schnell vergangen wie heute bei dieser Vorführung. Ja, mega. Wie fandest du? Mega. Nee, ich bin sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Also ich fand es wirklich sehr geil. Also wirklich mit emotional ansprechend, total lustig, dann wieder sehr wirklich traurig, emotional, dann einfach Spielfreude hoch 10,
tolle Performance, tolle Tanzperformance, toll gesungen. Es war ein sehr überraschend toller Abend für jemanden, der eigentlich diese Songs gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil eigentlich nicht der große Boyband-Fan hier. Aber jetzt hat er schon alles gesagt. Aber ich fand die Jungs so toll. Und ich glaube, meine Lieblingsszene war, wo sie die Pilotenuniform anhatten. Die Saubermach-Uniform? Oder? Ja, und was man erwähnen muss, wer ganz, ganz toll war der Polizist / Hausmeister / alles und der auch noch toll gesungen hat. Das war sehr schön. Also ich fand auch die ganze Performance echt super, weil man hat das gar nicht erwartet. Man dachte, das kommt jetzt irgendwie so eine Teenie-Girl-Geschichte. Sie trifft Star, verliebt sich oder so. Aber das war gar nicht so. Ja, weil die Jungs waren einfach immer da. Ja, es war schön. Ja. Wie fanden wir es denn? Super, oder? Ja, ich bin immer noch hin und weg. Also ich habe auch das ein oder andere Tränchen verdrückt. Ja, ich gar nicht. Nee, doch leider auch. Oder Gott sei Dank auch. Es war total berührend und entertaining, finde ich. Und richtig, hat richtig gute Laune gemacht. Und gleichzeitig ging es auch nah. Also ja, vor allem, also ich fand die Story sehr schön gemacht, sehr tiefgründig. Und die Figuren so schön. Ich bin immer noch mit den ganzen Mädels gerade so, ich muss es noch ganz verdauen, so die Storys. Ich fand es auch eine total schöne Mischung zwischen so den 90s und mit dem Modernen und so. Es ist total toll gemixt. Also auch die Liebe zum Detail war bis ins Bühnenbild, finde ich, total spürbar in der Inszenierung. Ja. Echt ja, die Übergänge, die waren super. Ich fand es immer so, wie die Bühne sich verwandelt hat. So. Die hat gelebt, mitgelebt. Absolut. Ja. Also. Und wir haben mitgelebt und gelitten. Also empfehlenswert. Empfehlenswert. Ja, sehr, sehr. Reingehen, unbedingt. Absolut. The Band. Absolut. Yeah, back for good.